Ich bin Silvia Ivemeyer. Ich bin hier Ich heiße Helmut Sauke. Seit Mein Name ist Ute Knierim. Mein Name ist Marina Hethke. Ich bin Hubertus Siebald. Ich bin Pauline Reichert. Ich bin Kati. Ich bin Tommy. Ich studiere hier. Bin hier in Witzenhausen im Bereich der Agrartechnik tätig. Ich bin hier Mitarbeiterin im Fachgebiet von Frau Knierim. Ein notwendiges Übel. Also das Grundstudium ist alles, was dir so die Basics beibringt. Und Grundstudium heißt dann fachlich gesehen, Grundlagen zu wiederholen, Grundlagen zu schaffen. Und ich würde sagen, wenn ich die Stundenpläne so sehe, was da alles gelernt werden muss, das ist schon recht massiv. Und das sind ja eben Mathe, Physik, Statistik, Biologie der Tiere, Pflanze. Grundlage, es gibt immer was Frontales, was gar nicht so schlecht ist, was gut gemacht frontal ist, hat einen großen Vorteil, dass man einfach einen gewissen Sockel schafft und den aber dann kritisch besprechen und vor allem praktisch mitarbeiten. Also eigene Ergebnisse erarbeiten, sich die angucken und auch mal festzustellen, es kommt anders, als man das dachte. Also meine größten Sinnkrisen während des Studiums hatte ich auf jeden Fall in der Grundstudiumsphase. Weil das, was einen motiviert hatte, herzukommen, kommt meistens nicht verstärkt im ersten und zweiten Semester, sondern erst danach. Es war dann weniger eine Herausforderung für mich, als ich verstanden habe, dass ich das auch in meinem Tempo machen kann. Ja, also ich meine, es gibt ja immer wieder so lustige Sachen, wie zum Beispiel bei der Agrartechnik, wenn dann der Schlepper vorfährt und man dann mal sieht, wie das wirklich aussieht und das nicht nur auf der Folie hat. Oder wenn Herr Sundrum dann irgendwie da die Innereien von der Kuh anschleppt und dann alle draußen stehen und er das mal auseinander nimmt und zeigt, wie das halt innen drin wirklich aussieht und so. Also solche Sachen sind halt wirklich cool. Und klar, wenn Zeit dafür wäre, sowas mehr zu machen, das wäre natürlich super. Das Hauptstudium ist halt das Tolle, dass man sich die Module einfach wirklich selber aussuchen kann. Und im Hauptstudium geht es einfach mehr ein bisschen dann um die Anwendung auch des Wissens. Sicherlich auch eine Vertiefung des Wissens, aber oft auch um eine Anwendung des Wissens. Es hat ein bisschen mehr Seminarcharakter, man macht viel mehr selber. Also man hält irgendwie Vorträge und alles, was man sich halt selber erarbeitet, sitzt halt auch irgendwie viel besser. So wie ich es sehe, ist, dass man im Hauptstudium dann eigentlich basierend auf dem, was man im Grundstudium gelernt hat, wirklich die Schwerpunkte so setzen kann und mehr so setzen kann, wie man sie persönlich auch haben möchte und wo man auch hin will. Also das ist für mich dynamisch, also das ist vielfältig. Es gibt ja solche Sachen wie die Konferenz, die man halt organisieren kann oder eben die Projektarbeiten oder so, wo man halt wirklich auch mal frei ist und was anderes ausprobieren kann. Das war nicht so, dass die Uni gesagt hat, so und wenn du Lehre machen willst, dann musst du das so und so und so machen, sondern das ist gewachsen, glaube ich, im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja jetzt sagen. Naja, was mir besonders am Herzen liegt, ist selber zu vermitteln, selber zu denken und kritisch nachzufragen und zwar eben auch kritisch nachzufragen, nicht nur hinsichtlich dessen, was andere Leute sagen, sondern auch in Bezug auf das, was man selber sagt. Also wenn ich was sage, bin ich auch immer gerne bereit oder bin auch immer in der Haltung, mich zu fragen, stimmt das wirklich und könnte es nicht noch eine andere Sichtweise geben? Also ich würde mir manchmal ein bisschen mehr kritisches Hinterfragen wünschen, ein bisschen mehr Eigeninitiative. Also dass die Fragen kommen, das ist auch gut so, aber man ist, wie gesagt, so dass nach links und nach rechts blicken und ein bisschen offener zu sein und nicht nur genau das zu machen, was jetzt hier in der Vorlesung steht. Aber vom Grundsatz her ist das was mir sehr auffällt hier in Witzenhausen, dass eben die Studierenden engagiert sind und viel Interaktion stattfindet zwischen Lehrenden und Studierenden und das macht viel Spaß. Irgendwie so eine Aufbruchstimmung und man will jetzt was Neues kennenlernen, man will die Welt umkrempeln oder sowas. Und das ist so eine positive Energie, die ich immer gerne mitnehme. Und das gefällt mir einfach hier. Machen Sie das, was Ihnen Spaß macht, weil das, was Ihnen Spaß macht, bringt Sie auch dazu, da wirklich gut zu sein. Und dann braucht man keine Sorge zu haben, ob man da später unterkommt oder ob das die richtige Richtung ist. Solange es einem selber Freude bringt und man das Gefühl hat, man kann sich da weiterentwickeln, ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Und dann wird sich das ja später weisen, wo der Weg dann vielleicht noch hingeht. Aber
einfach auf sich selber und auf seine eigene Neigung zu vertrauen, das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft.